Wie viel Spielmodi hat der Server? Meinsucht. 7 oder 8? Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute Leute, befinden wir uns auf einem Server, den vielleicht nicht alle von euch kennen. Der jetzt noch nicht so riesig ist, aber eigentlich schon ein sehr großer Server. Und zwar geht es um Timo, ja, wahrscheinlich kennt ihr ihn doch alle. War nur so ein kleiner Joke. Und ich dachte mir einfach heute mal so. Ach Leute, wer kennt noch den coolen Spielmodi namens Jump World? Und heute suchen wir mal nach meinsucht.net. Deswegen klicken wir hier mal auf Suche starten. Ich habe da schon Meinsucht eingegeben. Und hier gibt es ein paar Jump'n'Runs. Und ich würde sagen, wir holen uns als erstes mal, hier das Meinsucht Jump'n'Run hier ganz vorne raus. Und spielen das mal. Mal gucken, wie das so wird. Ich weiß es noch gar nicht, aber... Hier steht auf jeden Fall, hallo, das Jump'n'Run ist für Anfänger, also nicht so hart. Ich wünsche euch viel Spaß mit herzlichen Grüßen, Washer Eyes. Der hat das wahrscheinlich gebaut. Und ja, ich würde sagen, es geht los. Dann gucken wir mal. Ich habe echt lange nicht mehr Jump'n'Run gespielt. Ich weiß nicht, wie euch das geht, Leute. Aber die Sprünge sind jetzt alle noch auf jeden Fall machbar. Superflex fängt toll an. Und ja, ich bin gespannt hier, ob es da, geht das jetzt wirklich, ist das die ganze Zeit jetzt nur so? Oder wie ist das? Also bis jetzt ist es noch nicht von dem, von den Ansprüchen noch nicht so riesig. Alter, jedes Mal, wenn ich irgendwas sage, dass es nicht anspruchsvoll ist, dann falle ich einfach runter. So, hier, es ist eigentlich auch gar nicht so anspruchsvoll, ich muss mich nur erst wieder ein bisschen... Alter. Es ist halt wirklich eigentlich nicht so schwierig. Deswegen sollte ich das jetzt auch gut hinbekommen. Einfach zack, zack. Hier rum. So. Und was macht das? Oh. Hallo? Hallo? Lol. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, geschafft. Lol. Das war gerade ein bisschen komisch. Aber jetzt können wir hier easy durchwaschen. Der Rest ist natürlich kein Problem mehr für uns. Und dann... Ja, war es das schon. Okay. Kreativität ist eher mäßig. Die Sprünge sind jetzt auch eher mäßig. Und die Optik ist... schlecht. Also, tut mir leid, aber das hat mir leider nicht so gefallen. Das war jetzt nicht so das... Ja. Oh, als erstes geht's um Bed Wars. Das Spiel beginnt. Geh zur Bronze. Okay. Gut gemacht. So, ab zum Villager. Kauf dir Blöcke. Oh, ja, ist ja hier. Okay. Jetzt soll ich wahrscheinlich hier weitergehen. Guck mal, das ist doch schon mal viel cooler gemacht. Wir sind ja scheinbar auf einer Meinsuchtkarte. Wir sind hier scheinbar auf einer Meinsuchtkarte und, ja, mal gucken, was uns jetzt hier... Oh. Okay. So, gut gemacht. Jetzt springe ich runter, um zum Spawn zu kommen. Und mach dir wieder Equip. Komm danach wieder und geh zum... Nee, ich mach mir keine Equip. Ich geh direkt hier hin, Leute. Ich gehe sofort hier hin. Oh, ich habe ihn eingesammelt. Los, schlag ihn tot. Oh. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht so gut mit dem Totschlagen. Weil er schlägt uns die ganze Zeit, oder? Oh Gott. Da gehen wir lieber in den Checkpoint. MG Rush. Aber das finde ich mega cool gemacht. Guck mal, er zählt hier so die Spielmodi auf. Gegeneinander spielen. Oh, oh, oh. Das ist sogar ein anspruchsvoller Sprung. Den muss man erstmal schaffen. So, okay. So, perfekt. Los, töte deine Gegner und baue sein Bett 5-mal ab. Springe nach jedem Bett und runter, nicht fluchen. Mach nochmal. Nein, ich werde jetzt ganz bestimmt nicht das Bett 5-mal abbauen. Hallo, so. Nein! Alter, ich fluche hier gleich echt. Hallo! Alter, jetzt einfach ganz schnell durch. Oh mein Gott. Dein Gegner hat verlassen. Du hast gewonnen wahrscheinlich. Perfekt. Ist ja mega geil. So, jetzt geht's... Oh, Skywars.
Dein Gegner hat den Weg abgebaut. Springe zu ihm. Oh. Ich dachte, da wären Barrieren. War jetzt nicht so der Fall. So, okay, weiter geht's. Und Sprung, genau. Und hier weiter. Blop, blop, blop. So. Du hast, ja. Okay. Ich weiß nicht, warum. Du hast, ja, okay. Oh, TTT. Du bist Traitor. Töte die Innocents. Mann, die kann man doch gar nicht schlagen, oder? Man kann sie absolut gar nicht schlagen. Man kriegt echt zu viel. Werf eine Enderperle. Oh, okay, die Enderperle hat geschafft. Zu den Infos. Die Traitor haben gewonnen. Gut gemacht. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, das fand ich echt, echt cool. Kreativität ist auf jeden Fall gut. Die Sprünge waren auf jeden Fall auch gut. Und die Optik war definitiv auch gut. Also, mega cooles Minesucht-Jump'n'Run an der Stelle. Dann gehen wir mal nochmal gucken, weil es gab hier nämlich noch einen Jump'n'Run. Zwar hieß das irgendwas mit Minesucht-Suche starten? Okay. Abgegrieft Minesucht. Das gucken wir uns nämlich mal an. Das wurde nämlich echt oft gespielt und scheint gar nicht so schlecht zu sein. Und es braucht schon mal ein bisschen länger zum Laden. Das heißt meistens nichts Schlechtes. Also das heißt meistens, ja, dass das nicht unbedingt schlecht ist. Abgewieft Minesucht von der Rudi. Lol, er hat einfach den Spawn nachgebaut. Krass. Willkommen auf der Map. Die Map wurde für abgewieft und fantastisch gebaut. Es geht um den Minesucht-Server und zunächst gibt es noch ein Quiz. Bla bla bla. Okay, erstmal das Quiz. Okay, ne, kommt scheinbar erst gleich. So, jetzt machen wir erstmal. Also, die Sprünge sind auf jeden Fall schon mal relativ einfach bis jetzt. Und ganz cool, aber trotzdem. Okay, dann gehen wir mal weiter vor. So. Also, mega cool, muss man sagen. Die auch jetzt hier, dass er andere Blöcke mal genommen hat. Mit den Inseln hier zwischen. So. Okay, was steht denn jetzt hier? An abgegriffen, an fantastisch. Ich gehe jetzt mal kurz dieses fantastisch durch. Anfangen. Nun kommt Quiz ein. Bei dem du ein Level musst, du abgegriffen richtigen Skin finden, aber du darfst nicht dabei anschauen. Okay. Also, nun kommt das Quiz 1. Bei dem ersten Level musst du abgegriffen richtigen Skin finden, aber du darfst ihn dabei nicht anschauen. Beim zweiten Level musst du deinen richtigen Skin finden, doch du darfst nicht mit F5 anschauen. So, okay, wartet. So. Okay, was ist der richtige Skin? Die sehen beide gleich aus. Ich darf ihn nicht anschauen. Oh Gott. Leute, was ist der richtige Skin? Ich glaube, Flo-Skin ist hier. Hä, das sind beides die gleichen, oder? Irgendwie war hier abgeskinnt. Ah, ich darf nicht anschauen. Irgendwie hat das nicht so Sinn gemacht. Ich verstehe es auch gar nicht, hä? Hä, wo ist hier der Sinn? Welcher Skin ist denn richtig? Welcher Skin ist richtig und welcher ist falsch? Hä? Okay, ich verstehe das nicht ganz. Wie viel Spielmodi hat der Server? Minesucht. 7 oder 8? Ich glaube... 8 Leute? 8? Ich glaube, es war. Ja. 7 oder 8? Ja, ich muss wieder zurück. Hallo? Dankeschön. 7 oder 8, Leute? 7 oder 8? TTT QSG Bad Wars. TTT QSG Bad Wars Sky Wars. TNT Run KFFA. Gun Game. Ding. Okay, wir haben mindestens 8. Okay. Also 8. Wäre ich jetzt stark dafür. Deswegen springen wir auch mal hier rein. Und. Richtig. Wie ist die Server-IP von Minesucht? Minesucht.net natürlich, nicht Minesucht.de. Das sollte ja klar sein. So. Wann kam das erste Video von Server auf Abgegriffs Kanal? Oh, das war nicht am 7.9., weil da hatte ich Geburtstag, sondern am 9.9.
Da kam das erste Video. Also, ja, das war am 9.9. Das war auch ein richtig cooler Tag damals, muss man... Muss man sagen. Und ich fall runter. Wenn ihr übrigens, Leute, wissen wollt, was genau an diesem Tag passiert ist und wie die Jahre danach aussahen, Leute, dann schaut auf jeden Fall mal bei einem Video vorbei. Das verlinke ich euch oben in der Infobox. Ich fahre jetzt schon wieder darunter. Und in diesem Video, ja, in diesem Video geht es um einjahrmeinser.net. Das heißt, ihr könnt euch das gerne mal angucken, wenn euch interessiert, wie ich ins Team gekommen bin und so weiter. Und ja, wie das ganze meinser.net zustande gekommen ist. Ja, hier ist das Portal. Also gehen wir mal da rein. So. Boah, ich finde die Map einfach nur mega cool. Ohne Spaß. Richtig cool gemacht. Oh. Ich dachte, der Sprung wäre ein bisschen schwieriger, aber der ist gar nicht so schwierig. So. Ah, nicht drüber springen. Weißt du, ich glaube, man kann abkürzen. Ah, da hat er nicht drauf geachtet. Man kann tatsächlich abkürzen. Ich glaube, das ist ein kleiner Tipp von mir. Man kann nämlich leider die Sprünge abkürzen. Aber ja, abgegriffen zum Meinser-Spawn. Falls ihr abgegriffen liest, du bist ein cooler YouTuber, bla bla bla. Und wir haben es geschafft. Wir bewerten das. Also das ist auf jeden Fall echt gut von der Kreativität. Die Sprünge sind ja auch gut und die Optik ist auf jeden Fall sehr gut. So, damit haben wir das auch bewertet und dann gehen wir nochmal zum Meinser-Spawn. Oh. Da oben ist ein kleines Versteck, mit dem, wenn man da hochkommen könnte, dann könnte man direkt, das ist am Anfang nicht aufgefallen, Leute, oder ist das euch aufgefallen? Schreibt es gerne mal in die Beschreibung. Ich hoffe, euch hat das kleine Jump'n'Run und dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ja, das glaube ich nicht. Wenn ihr mehr davon, hallo, absurd, er platzt einfach rein, weil ich ihn eben gemoved habe. Also Leute, schaut auf jeden Fall bei Absurd vorbei. Und was sollen die Leute noch tun? Ja, liken und kommentieren natürlich. Natürlich, Leute. Hau rein und ciao, ciao.